Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, zu diesem News-Video bezüglich Nintendo und den Leaks. Denn in der letzten Zeit hat es immer wieder Leaks zu Pokémon X und Y gegeben. Einige habe ich ja bereits veröffentlicht. Das liegt nämlich daran, dass das Spiel bereits in Italien und Kanada in diversen Läden erhältlich ist. Dort kann es nämlich schon gekauft werden. Natürlich, diese Ladenbesitzer haben das Spiel illegal früher angeboten. Es soll nämlich natürlich erst wirklich weltweit am 12. Oktober rauskommen. Und da ein Spiel weltweit, und wenn ein Spiel weltweit noch nicht veröffentlicht wurde, gilt es, oder gilt ein Gesetz, nachdem man dieses noch nicht veröffentlichen darf. Anders sieht es aus, wenn es schon irgendwo auf der Welt ist, veröffentlicht. Da gibt es eine kleine Grauzone. Aber ja, insofern wurde da illegal gehandelt. Nintendo hat ja natürlich gehofft, die Leaks zurückhalten zu können bezüglich Pokémon X und Y. Wie sie jetzt allerdings reagieren, finde ich tatsächlich etwas übertrieben. Scheinbar rastet Nintendo jetzt komplett aus und hat wirklich schon angekündigt, dass bei Nintendo Köpfe rollen sollen für diese Leaks. Haben auch schon sehr, sehr viele Händler angeschrieben und sind dagegen vorgegangen. Ich verstehe natürlich zum einen, dass man solche Leaks nicht unbedingt abfeiert, das ist auf jeden Fall verständlich. Nur verstehe ich nicht, warum Nintendo so auf Verderb und Gedeih verhindern möchten, dass wir Bilder zu Pokémon X und Y sehen. Ich meine, meint irgendjemand, wir hätten einen anderen Kaufgrund, wenn wir die Starter, wenn wir die Endformen vor den Starterentwicklungen sehen? Ich meine, die werden wahrscheinlich eh kurz vor Spiel veröffentlicht. Was ist jetzt der Unterschied, ob ich die heute sehe oder sie in 3 Tagen sehe? Ich kann natürlich verstehen, dass man eine gewisse Kontrolle darüber haben möchte, welche Informationen in die Öffentlichkeit gelangen und welche nicht, vor allem, solange das Spiel noch sich im Entwicklungsstadium befindet. Aber das Spiel erscheint in 9 Tagen. Es wird sich nichts mehr am Spiel verändern. Es ist schon länger fertig. Insofern bin ich da etwas... Also ich finde es nicht so toll, muss ich ehrlich sein. Natürlich ist es nicht toll, dass man immer wieder ohne Absprache das Zeug früher veröffentlicht. Beim Saturn ja auch. Viele haben Saturn am Wind Waker früher angeboten, obwohl es verboten war. Da kann ich schon verstehen, dass Nintendo solche Sachen nerven, wenn man Spiele früher verkauft. Das ist auch völlig in Ordnung, da gegen diese Leute vorzugehen. Aber gegen die Leute vorzugehen, die die Informationen, die sie beim Spiel gesammelt haben, veröffentlichen, was ist daran groß einzuwenden? Und ich verstehe vor allem nicht, warum in Pokémon immer so ein Trara gemacht wird. Erinnert euch, als in Pokémon Schwarz und Weiß die Pokémon veröffentlicht wurden und da dann alles, oder Serebii alle Bilder der neuen Pokémon löschen musste, weil... es ist ein absolut grauenhaftes Bild für sie, weil das andere wissen, wie ihre Pokémon aussehen. Ich meine, ich sag's ganz ehrlich, wir sind 9 Tage weg vom Release und ich hätte mal wirklich gerne den Kaloss-Dex, damit ich anfangen kann, mein Team zu planen. Was bringt es denen, wenn ich das Spiel einen Tag länger stehen lasse, nur um auf die Informationen zu warten, wie ich mein Team planen kann? Es bringt einfach nichts, so viele Informationen zurückzuhalten. Natürlich Wochen, Monate vorher, alles klar. Aber wenn wir uns jetzt in einem Zeitraum von 10 Tagen befinden, wann das Spiel erscheint, finde ich, könnte man da auch einfach etwas chillen. Weil ich kann diese Haltung vor allem bei Pokémon nicht nachvollziehen, warum alles so dermaßen zurückgehalten werden soll. Und diese Mini-Informationen immer Stückchenweise präsentiert werden. Gut, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Schreibt mir eure in die Kommentare, würde mich sehr interessieren.